3, den Himmel mit den Händen stützen. Ich mache das auch ein bisschen breiter, den Stand. Hände verkreuzen die Finger, ein bisschen in die Hocke ausatmend. Einatmen, wenn ihr wollt, in die vorderen Fußballen. Ausatmen, wieder komplett sitzen, Stabilität. Ein. Aus. Ein. Aus. Und nur eine einzige Runde noch. Wunderbar. Dann unsere merkwürdige Atemübung. Okay. Halt, da ist irgendwas. Ein Stein. Nee. Ein Stück Holz. Das ist wieder ein Gürtel. Gürtel. Also entspanntes Sitzen. Also die Zeit, es geht eher darum, euch selber die Zeit zu nehmen jeden Tag. Und einfach darauf zu achten, wie atme ich, also Körperwahrnehmung zu schulen, das ist eigentlich alles. Weil das kommt von selber, also schneller sogar von selber. Deswegen kann man trotzdem mal ab und zu so ein bisschen rumspielen und gucken, wie sich das anfühlt, wenn ich mit Absicht meinen Bauch dick mache oder sowas. Dieses PTKFS können wir auch nochmal machen, Zwerchfellmuskeln üben. Also fühlen, wo die sind in Bezug zu den Tönen, die man machen kann. Ansonsten eben zu wissen, dieser Flaschenatem wäre gut. Das ist die Intention. Die Intention, ich gebe mir 3 Minuten, 5 Minuten Zeit jeden Tag. Achte auf meinen Atem. Und weiß, so ein Flaschenatmen, Bauchatmung, Zwerchfell oben, oben, Zwerchfell, Bauch wieder aus, wäre gut. Langsam. Und das ist gut. Das reicht. Ja, dieses Anspruchsdenken generell, zumindest hier, mal zur Ruhe kommen lassen. Das ist ungeheuer wichtig, weil das ist Entspannung. Wenn ich immer alles mit Erwartungen halt verbaue, dann muss diese Erwartung erfüllt werden und ist sie nicht erfüllt, habe ich Stress, wird sie übererfüllt, habe ich Stress und so. Puh, gar nicht aufnehmen. Gar nicht aufgeben. Intention und endlos. Das ist eine Praxis, das ist der Unterschied. Also Ergebnisse bei einer Praxis sind Nebeneffekte. Das ist nicht das Ziel. Sondern nicht mal die Richtung, ein durch die Intention gesetzte Richtung, in die sich das Üben entwickeln soll,
ist noch nicht mal als, na, man kann das als Ziel beschreiben, aber das ist eben eine Richtung ist was anderes als ein Ziel. Ein Ziel hat man irgendwann erreicht, eine Richtung behält man bei. Hm? Vielleicht ist das deutlicher. Also ihr habt gesehen, ich habe mich eben leicht bewegt, weil ich gemerkt habe, ich kann so, wenn ich so schluffig sitze, dann kriege ich das, ist das nicht so gut zum freien Atmen. Wir sammeln gleich das Qi ein, aber ihr merkt also nicht diese Erwartungshaltung mit einem Endergebnis, sondern eine Intention und eine Richtung ist schon mal wichtig, ein großer Unterschied. Dann diese Session, die wir eben gemacht haben, also die Anfangssequenz werdet ihr mittlerweile kennen, ein wenig Qigong und ein wenig Tai Chi. Ist quasi die Session dann wieder langsamer werden, also nochmal ein bisschen Qigong im Sitzen, eine Übung wie unsere Atemübung oder vielleicht sogar eine Bewegungsübung im Sitzen, also mehr was Yoga-artiges. Und dann eine Meditation. Also das ist so meine Choreografie, die ich zumindest auch verteilt über den Tag, nicht unbedingt in einer Session, weil mein Tag ist quasi mittlerweile meine Session. Aber also ich halte das auch bei, ja? Also mehrmals am Tag mich in kleinen Sessions, so Bewegungskrias könnte man das nennen, machen und Meditation ist für mich sehr wichtig und den Tag choreografiemäßig auch runder zu machen, ja, also dass da auch keine abrupten Übergänge sind. Wir sammeln das Qi ein im Sitzen. Danke fürs Mitmachen. Bis dahin habt ein, was auch immer, Wochenende, Wochentag, wann auch immer ihr euch das anschaut.